In diesem kurzen Video möchte ich euch einen einfachen Trick zeigen, wie ihr die Visitenkarte hier freischalten könnt bei Zombies. Die Expertenmeisterung. Und zwar müsst ihr hier eine Megascheusal durch eine verschluckte Granate töten, um diese Visitenkarte freizuschalten. Und ich zeige euch jetzt eine einfache Methode, wie ihr das schafft. Natürlich braucht ihr auch erstmal gute Waffen, um überhaupt Schaden zu machen. Ich mache das hier mit den Duplication Glitch, Leute. Dann kann ich nämlich immer am Anfang der Runde, ohne viel Zeit zu verschwenden, meine Waffe hochpunchen und direkt in die dritte Zone gehen. Als nächstes findet eine Megascheusal. Entweder könnt ihr es aus dem Bounty nehmen oder ihr nehmt einen, der einfach so spawnt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Leute. Ich zeige euch die erste und dann die zweite. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr diesen Megascheusal in die Nähe vom Wasser lockt. Entweder bleibt ihr selber im Wasser, dann müsst ihr auf die Zombies schießen, weil die euch mit Fleisch bewerfen. Oder ihr triggert den so, dass er selber ins Wasser rennt, dann ist er stuck und kann sich dort auch nicht mehr bewegen. Manchmal schafft er das auch zurück, aber ihr habt hier auf jeden Fall eine Menge Zeit, um den erstmal eine Menge Schaden zu machen. Ihr müsst ihm jetzt so viel Damage geben, sodass er quasi One-Hit ist. Wie gesagt, läuft er auch manchmal zurück, aber das ist nicht schlimm. Solange ihr im Wasser seid, wird er euch auch nicht angreifen. Und wichtig ist auch, ihr dürft nicht alle Köpfe kaputt schießen, weil der muss die Granate ja schlucken. Also ohne Kopf wird das ein bisschen schwer. Und wenn er low ist, Leute, und er seinen Mund gerade aufmacht, könnt ihr die Granate schmeißen. Er wird diese Granate dann schlucken. Und die wird in seinem Mund explodieren und dann geht der down. Wenn ihr das dann genauso gemacht habt wie ich, dann habt ihr die Visitenkarte freigeschaltet. Bei mir wurde das jetzt in-game nicht angezeigt, aber als ich im Menü gegangen bin, unter Visitenkarten, hatte ich die dann freigeschaltet. Und jetzt zeige ich euch die zweite Methode. Und zwar gibt es hier ein Dach, wo die Zombies euch komplett ignorieren und die schmeißen auch kein Fleisch auf euch. Das ist dieses Dach hier, Leute, in der dritten Zone etwas weiter links. Und hier könnt ihr auch dem Megascheusal ganz easy Damage geben. Und wenn er dann low ist, könnt ihr den auch eine Granate in den Mund schmeißen und somit töten. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like und ein kostenloses Abo, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.